Erst möchte ich betonen, dass ich nicht für irgendeine Partei bin, aber ich habe ein Video gesehen von der Frau Wagenknecht, die als Politikerin wenigstens Tacheles redet und mal die Wahrheit sagt und nicht nur beschwichtigt und beschönigt. Darum möchte ich das ein bisschen zeigen und kommentieren. Wie gesagt, die Politik der Linken ist auch nicht unbedingt das Wahre, aber es geht hier um eine Einzelmeinung einer Politikerin, die, denke ich, die Sachen wenigstens realistisch sieht und mit beiden Beinen noch auf dem Boden steht. Mindestens 2000 Euro sollte eine vierköpfige Familie schon mal für die fälligen Nachzahlungen beim Gas beiseite legen, raten neuerdings Verbraucherschützer. 2000 Euro, ja klar, die hat man ja mal ebenso. Und das gilt noch für den optimistischen Fall, nämlich dass auch im zweiten Halbjahr zumindest die aktuell reduzierte Menge an russischem Gas weiterfließt. Ansonsten kann es auch gern mal doppelt oder dreimal so viel werden, sofern wir im Winter unsere Wohnung überhaupt noch warm kriegen. Diese Woche hat das Kabinett eine Reform des sogenannten Energiesicherungsgesetzes beschlossen. Naja, sicher ist da erstmal gar nichts. Das Einzige, was man mit dem Gesetz absichert, ist, dass die Gashändler in Zukunft die horrenden Marktpreise unter Umständen ohne Verzug an ihre Kunden weitergeben können, also an Familien und Unternehmen. Und dass Vermieter zum Beispiel verfügen können und dann auch dürfen, dass unsere Wohnung nur noch auf maximal 18 Grad geheizt wird und vielleicht auch warmes Wasser nur noch zu bestimmten Zeiten fließt. Es gibt ja eine Wohnungsbaugesellschaft, die das jetzt schon mal quasi zur Probe auch gemacht hat. Noch ist es nicht legal, aber bald könnte das die neue Normalität sein. 2000 Euro zurücklegen, vielleicht sogar noch mehr, das ist mindestens ein, wenn nicht sogar bis zu 3 Monatsgehältern für einigermaßen gut Verdienende. Das ist ja fast unmöglich. Das sogenannte Energiesicherungsgesetz bringt für uns Verbraucher eigentlich nur Nachteile. Es wird teurer für uns. Aber das wollen die Leute ja nicht sehen. Einen Wirtschaftseinbruch um 12% und den möglichen Verlust von über 5 Millionen Arbeitsplätzen im zweiten Halbjahr 2022. Das prognostizieren seriöse Wirtschaftsinstitute für den Fall, dass die russischen Gaslieferungen ganz ausbleiben sollten. 12% Wirtschaftseinbruch, 5 Millionen bedrohte Jobs, und zwar gut bezahlte Industriejobs, und das in einem halben Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Ich halte 5 Millionen noch für weit untertrieben. Wenn wirklich das Gas ausfällt und auch noch der Strom, werden wir weit mehr Arbeitslose kriegen, vielleicht sogar eine Massenarbeitslosigkeit. Ja, das wird uns ganz schön runterziehen. Und außerdem steuern wir offenkundig nicht nur auf eine Teuerwirtschaft, sondern auch auf eine echte Mangelwirtschaft zu. Da gibt es dann bestimmte Dinge einfach mal nicht mehr zu kaufen. Ich kenne sowas noch aus meiner Kindheit in der DDR. Da gab es dann auch das ein oder andere, es waren eher mehr als weniger Dinge, die gab es dann nicht, die musste man dann eben einfach improvisieren. Aber das sind nicht irgendwelche Lappalien, die knapp werden. Düngemittel zum Beispiel sind mittlerweile nicht nur extrem teuer, sondern auch echte Mangelware. Denn zum einen war Russland einer der großen Exporteure, darf aber jetzt wegen der Sanktionen keine Düngemittel mehr nach Europa liefern. Und soweit wir selber Dünger herstellen, nämlich Ammoniakdünger, brauchen wir dafür Gas, und zwar sehr viel Gas. Mangelwirtschaft oder Planwirtschaft, tja, da werden wir wohl auf unsere Autos so lange warten müssen, wie früher in der DDR für die Trabis, ein Leben lang. Improvisieren ist gut. Wer kann denn heute noch improvisieren? Wer hat denn noch das Talent, irgendetwas zu tun, was er nicht gelernt hat? Weniger Dünger heißt auch weniger Ertrag in der Landwirtschaft. Und das heißt mehr Nahrungsmittelknappheit, was dazu führt, dass wir immer mehr in einen Teufelskreislauf geraten werden. Toilettenpapier, Zellstoffprodukte, auch das könnte ganz knapp werden. Und dafür gibt es gleich 2 Gründe. Zum einen haben wir bisher einen Großteil der benötigten Rohstoffe aus Russland importiert. Und zum anderen braucht auch die Papierindustrie ganz viel Gas. Von der chemischen Industrie brauchen wir gar nicht zu reden. Da drohen bei einem Gasausfall milliardenteure Anlagen unwiderruflich zerstört zu werden. Und selbst wenn das Gas für einen Minimalbetrieb noch irgendwie reichen könnte, allein die hohen Energiekosten
machen die Produktion vieler Güter in Deutschland vollkommen unwirtschaftlich. Die Herstellung des heiligen goldenen Klopapiers ist also gefährdet. Aber es stimmt schon, der Rohstoffmangel, der vieles nicht mehr importiert werden kann aus Russland, die Gasknappheit wird dazu führen, dass es in der Zellstoffindustrie weniger Produktion gibt. Keine Kartonagen, auch alle anderen Dinge, die damit zusammenhängen, werden wohl letztlich verschwinden oder Mangelware werden. Mehr als jedes fünfte Unternehmen in Deutschland, da gibt es eine Umfrage, denkt derzeit darüber nach, wegen der horrenden Energiekosten Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Und da bietet sich natürlich nicht nur die Türkei an. Auch Südostasien erfreut sich rasant gestiegener russischer Energielieferungen zu relativ moderaten Preisen. Also da kann man auch produzieren. Und sogar die USA könnte als Industriestandort wieder attraktiv werden. Die importieren zwar kein russisches Öl oder Gas, aber sie haben eigenes. Und das wird derzeit von einer boomenden Fracking-Industrie ohne Rücksicht auf Umwelt und Klima mit Hochdruck gefördert. Wenn Firmen ins Ausland gehen und dort produzieren, heißt das ja letztendlich wieder, ja, Arbeitsstellenverlust für deutsche Arbeitnehmer und damit wieder mehr Arbeitslose. Der Import von Gütern wird sicherlich dadurch auch nicht wesentlich billiger werden, denn, ja, selbst wenn die dort billiger produzieren können, wird es hier teuer verkauft werden. Klar, weniger zu essen, weil Lebensmittel immer unerschwinglicher werden, ist dann wahrscheinlich auch nur ein persönlicher Beitrag zur Volksgesundheit. Sind die denn alle durchgeknallt? Man kommt sich in der ganzen Sanktionsdebatte doch mittlerweile echt vor wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, wo alle über die Finesse der Garderobe des Kaisers reden, die schönen Farben oder dass man das Gewand in seiner Passform vielleicht noch optimieren könnte. Oder die Hose vielleicht noch nicht so richtig gut sitzt und so weiter. Aber verdammt nochmal, wann kommt endlich einer, der auf den Tisch haut und ausspricht, was tatsächlich Sache ist? Der Sanktionskaiser ist nackt. Die westlichen Russland-Sanktionen füllen Putins Taschen, während die Portemonnaies der Menschen hierzulande immer leerer werden. Denn die russischen Einnahmen sind ja durch die extrem hohen Preise sogar gestiegen, höher als je zuvor sind sie. Das ist doch die Wahrheit. Und was noch schlimmer ist, die Sanktionen zerstören das industrielle Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Blumig ausgedrückter Vergleich mit des Kaisers Kleidern. Doch sie schätzt die Realität gut ein. Wir schaden nicht Russland, wir schaden uns selbst und unsere Wirtschaft. Der Mittelstand wird verarmen, die jetzt schon unter dem Mittelstand Lebenden, die werden, tja, ich weiß nicht, dahin vegetieren, keine Ahnung. Es wird eine neue Kluft entstehen zwischen nur Armen und nur Reichen. Dazwischen wird es nichts mehr geben. Wer sehen kann, der sieht. Wir haben den Wirtschaftskrieg gegen Russland verloren. Und zwar vor allem aus zwei Gründen. Der wichtigste ist, dass sich der größte Teil der Welt nicht beteiligt hat, nie beteiligt hat, von Anfang an nicht. Russland war nie isoliert, wie man uns das immer dargestellt hat. Die Sanktionen waren immer ausschließlich eine Sache des Westens, USA, Kanada, Europa, Australien und vielleicht noch eine Handvoll anderer Länder. Alle anderen haben nicht mitgemacht. Sie haben auch deshalb nicht mitgemacht, weil sie die Scheinheiligkeit und die doppelten Standards der westlichen Welt und vor allem der USA leid sind, die unter einer regelbasierten Weltordnung immer nur eine verstehen, die ihren Regeln folgt. Trefflich formuliert. Da ist schon was Wahres dran. Vor allem, warum wir uns überhaupt eingemischt haben. Für ein Land, das weder in der EU noch in der NATO ist, ist eine äußerst fragliche Sache. Und der zweite Grund, der hängt damit zusammen, der zweite Grund, warum wir den Wirtschaftskrieg verloren haben, der liegt darin, dass die großspurigen Ankündigungen, alternative Lieferanten für Öl und Gas aufzutun, sich alle als heiße Luft erwiesen haben. Wie hat denn Habeck noch vor kurzem getönt? Ein Ölembargo gegen Russland, das sei doch händelbar. Was für ein Blödsinn. Um ganze 10% haben wir die russischen Ölimporte seit Februar reduziert. Und selbst das ist eben großenteils fake. Man siehe Diesel aus Indien oder aber schlicht undeklarierte Schiffsladung. Auch ein Geschäft, was boomt. Also Schiffe fahren aufs Meer, schalten irgendwie den Radar aus. Dann wird die Ladung auf ein anderes Schiff verladen. Dann ist es kein russisches Öl mehr. Das kommt dann hierher. Ja, wir sind ja so unabhängig geworden. Aus der Politik
kommt schon lange nur noch heiße Luft, wenn nicht sogar bewusste Lügen oder Beschönigungen, die uns alle etwas irreführen sollen. Und noch schlimmer sieht's beim Gas aus, was alternative Lieferanten angeht. Norwegen hat gerade mitgeteilt, dass sie wahrscheinlich ab 2024 mehr liefern können. Ja, wir leben aber im Jahr 2022. Katar liefert eventuell ab 2026 oder 2027. Und zwar auch dann zu grottenschlechten, sprich irre teuren Konditionen. Weil wir sind ja als Bittsteller da aufgetreten. Da haben die natürlich das Maximum rausgeholt. Und selbst die US-Fracking-Industrie, die uns ihr Gas in den letzten Jahren aufgedrängt hat wie faule Birnen, musste jetzt auch einräumen. Naja, kurzfristig sind da auch keine großen Mengen zu erwarten. Und selbst wenn mehr Flüssiggas auf dem Weltmarkt verfügbar wäre, was das offenkundig nicht ist, ja, dann fehlen die Schiffe, die es transportieren können. Das kann nämlich normale Frachter nicht. Und das heißt ganz brutal, wenn wir jetzt nicht wieder mehr Gas von Russland kaufen wollen oder wenn Russland als Revanche für die EU-Sanktionen den Gashahn zudreht, dann drohen hier nicht nur explodierende Preise, sondern dann wird der nächste Winter eiskalt und ganze Wirtschaftsbranchen werden womöglich unwiderruflich zerstört. Der nächste Winter, wenn ich rechnen kann, da liegen da 2-3 Jahre dazwischen, bis wir wieder Gas woanders herkriegen und viel teurer. Sollen wir 2-3 Jahre lang frieren und hungern? Der ganze Irrsinn, diese ganzen irren Debatten, die wir zurzeit führen, die extreme Inflation, die Gefahren für unsere Wirtschaft, das ist doch nicht höhere Gewalt. Das ist auch keine unmittelbare Folge des Ukraine-Kriegs. Das kommt von uns. Wir selbst haben angefangen, weil man uns erzählt hat, so könne man Putin unter Druck setzen. Aber Putin zählt seine Rubel und lacht sich doch längst tot über unsere Blödheit. Aber wir machen immer weiter. Und selbstverständlich könnten wir aus diesem Irrsinn aussteigen. Und wir müssen aussteigen. Sofort. Wir müssen die Sanktionen gegen Russland beenden. Und da die russischen Liefereinschränkungen Reaktionen auf unsere Sanktionen sind, ist davon auszugehen, dass sie dann auch beendet würden. Und dann wäre der ganze Horror vorbei. Das muss man doch einfach mal klar aussprechen. Und da bin ich anderer Meinung. Selbst wenn wir jetzt aufhören sollten mit Sanktionen, ich finde es nur, nicht gerecht, aber ich finde es nur logisch, dass Russland dann seine Sanktionen, uns kein Gas zu liefern und auch andere Waren nicht mehr zu liefern, aufrechterhält. Wir wollten ihm schaden, er will uns schaden. Sanktionen sind übrigens auch alles andere als eine normale, übliche Reaktion auf verbrecherische Kriege. Als die USA ihre völkerrechtswidrigen Kriege geführt haben, im Irak, in Libyen, in Afghanistan, vorher die ganze NATO noch in Jugoslawien, ja, haben wir da auch nur einmal mit Sanktionen reagiert? Und mit wie vielen Ländern treiben wir Handel, die eine kriegerische Außenpolitik betreiben und die Menschenrechte mit Füßen treten? Und deshalb Schluss mit diesem Wahnsinn. Wenn andere Länder sich durch Sanktionen ruinieren wollen oder von ihnen vielleicht sogar profitieren wie die USA, ja, dann sollen sie diesen Weg gehen. Aber wir machen da nicht mehr mit. Und man kann es nicht oft genug betonen, wir können daraus, wir können unsere Wirtschaftsbeziehungen mit Russland normalisieren, ehe hier alles zusammenbricht. Und das bedeutet nicht, dass wir deshalb den furchtbaren Krieg billigen. Wir billigen ja hoffentlich auch nicht, dass die USA bis heute die syrischen Ölfelder besetzt, dass die Türkei Regionen in Syrien und Nordirak militärisch angreift oder dass die Golfdiktaturen Frauen steinigen und Homosexuelle hinrichten. Das billigen wir alles nicht und trotzdem treiben wir mit all diesen Ländern Handel. Tja, warum das alles? Warum ist es so, wie es läuft? Warum läuft es so? Wenn man ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde man sagen, vielleicht ist das alles sogar so geplant. Es ist ja weltweit eine Krise. Es kann weltweit zu dieser sogenannten neuen Weltordnung kommen, von der so oft von Politikern gesprochen wird. Der Great Reset, vielleicht spielen auch da einige Dinge mit rein, ich weiß es nicht. Ich verstehe es, wenn jemand glaubt, das könnte so sein, aber davon überzeugt bin ich davon natürlich nicht. Aber es kommen harte Zeiten auf uns zu.